Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und Rechnungshaltung und willkommen zurück zu The Witcher Enhanced Edition. Enhanced. Zur Hunde-Edition, weil hier laufen viele Hunde rum. Uns fehlt noch einmal Hundetolk. Es ist mitten in der Nacht, ich mache mal das Inventar leer. Was wollte ich hier? Götter segnet mich mit Geduld. Wir haben Boxfleisch beim letzten Mal gefragt. Verdammt, macht was. Wir haben Boxfleisch beim letzten Mal gefragt. So, ich pass mal auf, ich packe jetzt mal hier das da rein. Mach das da rein, was war das? Mach Hammer mit, das kann da rein. Das kann er rein, das kann er rein und das kann er auch rein und das kommt noch da. Und pass auf, ich mache jetzt die Sachen, packe ich da jetzt auch erstmal rein. Okay. Ja. Alles hat sehr viel Geld gekostet in letzter Zeit, das ist ein bisschen doof. Ich habe auch eine weiße Hose, hab die von der Mutter wiedergekriegt? Oder habe ich nicht rumgenuttet? War das da, wo er nicht gespeichert hat? Kann das sein? Immer unsicher. Und wir sollen jetzt zurück. Das geht nicht. Würde ich gerne. Kann ich aber nicht. Ich komme hier nicht raus. Und hier fehlt auch noch ein ganzer Schwung. Ach, ich komme hier nicht raus. Weil es hier nicht rausgeht. Guck mal, hier oben ist noch was. Hier ist der Deich. Hier komme ich nicht hin. Und hier komme ich nicht hin. Aber wenn wir, ich glaube, das hier ist der Händlerbezirk nachher. Wenn wir da nachher sind, östlich. Hier, genau, Händlertor. Dann könnten wir da eventuell wieder hinkommen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt geht, dass wir das abgeben können, weil wir haben ja die Trophäe nicht mehr. Die haben wir ja gegen ein Blümchen eingetauscht. Dämlicherweise. Ja, kannst ja nicht ahnen, das, ne? Keine Ahnung, wo der Junge ist. Das Blag habe ich noch nicht gefunden. Der Bewahrer mit Kalkstein. Für den, ja. Das ist auch eine Hauptquest, interessanterweise. Hundevertrag, dafür fehlt mir noch einer. Komplize als Zeuge. Boxfleisch, Leute haben das Krankenhaus angegriffen. Ich muss mit Raimund sprechen, ja. Ein alter Freund, Schaden. Okay, Faustkampf, Hundespiel ist egal. Gesucht, Leuwarden, ja, gegen die Salamitypen. Selbst noch weitere Spuren, verdächtiger Boxfleisch, verdächtiger Kalkstein. Sie sind immer vertraulich, zu Raimund zurückzukehren und unsere Entdeckung auszutauschen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zu Raimundo zurück. Was jetzt erlebt noch? Könnte sein, dass er auch schon hinüber ist. Lass uns mal gehen. Kein Vampir. Jetzt müssen wir noch ein paar Meuchler abmeucheln. Also vielleicht noch ein bisschen Hundetaub finden. Aber dafür müssen wir ins Anderlingsviertel. Wenn die irgendwo rumreiten, dann da. Ja, da kommen wir relativ schnell hin. So, meuchelt hier irgendwo irgendwer irgendwas? Sieht gerade nicht so aus, dass hier gemeuchelt wird. Das aber ein bisschen entmeuchelnd. Nicht enttäuschend, das ist entmeuchelnd. Vielleicht ist es auch schon zu spät für die Meuchel. Nee, da siehst du doch. Stahl. Gruppenkeile und dann aufs Fressbrett drauf. Und dann hier. Igni. Volles Mett aufs Maul. Hier, brennen. Burn, you fucker. Geralt, du darfst auch treffen.
Noch ein Meuchler. Jetzt ist gleich vorbei mit der Übeltäterei. Werde euch töten. Nee, wirst du nicht. Cool. Inventar ist leider voll. Aber hey, ja! Hundeteig! Wir haben Hundeteig! Endlich können wir die scheiß Quest abgeben! Leck mich im Arsch! Aber dafür muss es erstmal Tag sein. Noch ein Meuchler. Der kommt da hinten raus gemeuchelt. Der steht so schnell wieder auf, okay. Der Pisskopf. Oder? Bin ich aber nicht einverstanden. Komm, wir haben so rausgeritten. Diese Schelme. Okay, also wir haben jetzt den Hundetalk. Das wollte der Friedhofsgärtner haben, ne? Pass auf, dann gehen wir jetzt erstmal eine Runde abbeten. Gehen dann zu dem Friedhofswärter und geben dem den Hundeteil, damit er. Dann haben wir die Quest auch endlich. Wir können auch Tasten dazu und Detektiv. Da kann man das auch schon wieder drauf. Wie kommt das denn? So, erst 4 Uhr. Warum brennt das Feuer hier nicht? Was soll das? Ist doch hochgradig illegal, dass dieses Feuer nicht brennt, gell? So, ich hoffe, der ist auch da gegen Mittag. So. Meine alten Knochen. Ja, deine alten Knochen sind bald Knochenmehl, wenn du was. Ah, dann können wir auch an den Waffenschmied oben was verkaufen, ne? Es war schade, dass Siegfried nicht mehr da ist und wir da nichts mehr machen können, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum. Hildegard Zollstock, was? Who? Where? What? The what? Wer ist denn Hildegard? Warum ist sie... Mit der denn? Kommt die her? Fehlt mir. Hilft mir denn niemand? Warum so traurig? Mein Gatte spukt bei mir. Was soll ich tun? Spukt? In eurem Schlafgemach? Mein verstorbener Gatte spukt bei mir. Erzählt mir mehr. Vielleicht kann ich euch helfen. Mein Mann starb vor einem Monat. Er spukt in meinem Haus. Des Nächtens heult er. Aber das Schlimmste ist... Sprich weiter. Das Schlimmste. Er fliegt nachts schreiend auf dem Friedhof herum und verleumdet mich. Zweifellos zerreißen die Leute sich schon die Mäuler. Bringt ihn zur Vernunft. Ich flehe euch an. Es kostet euch 200 Orens, wenn ich Erfolg habe. Oh, eine stattliche Summe. Kapital aus der Not anderer zu schlagen. Tja, regelt das mit ihm, dann bezahle ich. Naja, wenn das nicht passt, du kannst ja gerne zu den Rittern der Flammenrose gehen. Die machen das ja kostengünstig umsonst. Viel Spaß. Wo finde ich euch, wenn ich fertig bin? Ich bin jeden Tag zur Mittagszeit hier. Warum kann ich meinen Lohn nicht kassieren, wann immer ich das will? Seid ihr blöde? Mein Gatte fliegt herum und ruiniert meinen Ruf. Da werde ich mich nicht in Gesellschaft eines Mörders sehen lassen. Auf bald. Okay, das rastlose Gespenst. Ich muss um Mitternacht dicht zum Friedhof gehen. Wie, ich muss dicht zum Friedhof... Warte mal.
Ich muss um Mitternacht dicht zum Friedhof gehen und das Gespenst ins große Jenseits schicken. Also ich muss mich vorher volllaufen lassen. Ich muss da dicht sein, oder was? Ich habe ja keinen Schlüssel für das Ding, ne? Was braucht ihr? Ich muss ihm irgendwas schenken. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja? Ich habe 6 Töpfe Hundefett. Ich benutze das Fett für meine Särge. Hier ist euer Lohn. Okay, ich kann irgendwie erfahren, warum. Aber ich weiß nicht, was. Warum ist der Friedhof abgeschlossen? Weil die Toten nicht in Frieden ruhen wollen. Keine Angst, im hellen Sonnenschein bleiben sie in ihren Gräbern. Aber jemand sollte sich darum kümmern. Vielleicht setzt ja jemand mal eine Belohnung aus. Doch bis jetzt scheint es keinen sonderlich zu stören. Ich werde mich darum kümmern, wenn ihr bereit seid zu zahlen. Bis dahin sage ich, lebt wohl. Na toll, ein Held. Glaubt ihr, es ist leicht, einen Toten zur letzten Ruhe zu betten? Macht, was ihr wollt. Vielleicht wird euch der Hauptmann der Wache belohnen. Kann nicht schaden, mal nachzuhaken. Was braucht ihr? Die Frage ist, was brauchst du? Vielleicht können wir dem Hundeteig schenken auch noch. Aber jetzt haben wir keins mehr. Wir hatten jetzt genau 6. Der sagt mir nicht direkt, was er will. Oder habe ich jetzt aus Versehen Schlüssel für das Ding? Nee. Der Hauptmann der Wache. Also Vincent, oder nicht? Vincent ist doch der Hauptmann der Wache. Hier komme ich ja nicht rein. Okay. Unsere innere Stärke wird die Welt heilen. Wir geben unser Leben für den Orden. Das ewige Feuer erleuchtet mir den Weg. Was denn eigentlich mit Pechschwarz? Hat der noch was zu vermelden? Für 2 Orens putze ich. Eure erste Reise nach Visier. Ja. Kann man so. Hier gibt es große Probleme. Die haben wegen der Pest eine Quarantäne verhängt. Eichhörnchen kämpfen gegen den Orden. Ungeheuer vermehren sich 100-fach. Wie ein Barde einst gesungen hat, ist Vysima wie ein Bordell, das. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Es wird euch nicht schwerfallen, Arbeit zu finden. Fragt Kaufleute. Außerdem gibt es Probleme auf dem Friedhof. Ja, aber an wen muss ich mich denn wenden, damit ich da ran kann, an den Friedhof? Weil ich habe keinen Schlüssel. Oder lässt der Geist dann? Danke für eure Arbeit. Lasst eure Schuhe polieren. Mittag, mal bitte, danke. Ich will mal gerade ein paar Sachen verkaufen. Kann mir nicht einfach der Schmiedenschlüssel schmieden? Was? So, das kannst du haben. Das kannst du haben. Und das war's schon. Gehen wir mal.
nochmal ansprechen? Vielleicht hilft das ja. Das sind schreckliche Zeiten. Elendige Krankheit. Ich sitze seit einer Woche in überflüssiges Gefasel. Mit denen habe ich alle schon gequatscht. Der hat noch irgendwas gehabt? Ich weiß gar nicht. Opfer im Sumpf! Was geht in dem Sumpf vor sich? Es wimmelt dort von Ungeheuern und Anderlingen. Kein Wunder, dass die Menschen sterben. Aha. Keine Ahnung, ob er das schon mal gesagt hat. Was gibt's, Hexe? Bist du. Fahren wir vielleicht jetzt mit Problemen in der Stadt? Was gibt? Gibt es viel? Banditen, Ungeheuer, die Pest. Und euch. Richtig. Was gibt's, Hexe? Nee, okay. Bis dann. Vielleicht rückt der Friedhofswert da. Ja, den Schlüssel raus. Götter segne. Und den Hundeschmalz schenken. Jetzt laufe ich wieder auf, warum ich doof bin. Ich bin ja so wetterfühlig. Zeit. Klatschbase. Das spiele ich nicht. Was würdet ihr? Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer in der Stadt gehört? Ja. Angeblich soll es der Weiße Wolf... Okay, hab ich schon. Erzählt mir von etwas anderem. Was würdet ihr gern wissen? Gibt es Neuigkeiten aus dem Anderling-Distrikt? Ich interessiere mich nicht für solche Dinge. Ich habe ein Problem... Eure Geheimnisse sind bei mir sicher. Ihr habt ein bezauberndes Lächeln. Das ist sehr freundlich, aber ihr habt ein Problem erwähnt. Ja. Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer in der Stadt gehört? Ja. Angeblich soll es der Weiße Wolf sein, dem es vor allem Zauberinnen angetan hat. Ihr wisst gar nicht, wovon ihr da redet. Wirklich? Dieser Hexer ist völlig normal. Wollt ihr damit sagen, dass ich Gerüchte in die Welt setze? Ich wollte nur... Ich lüge nie. Niemals! Sagen, dass... Verstanden, Tölpel? Ich bin Geralt von Rivien. Ihr habt mich reingelegt. Verschwindet! Ja, scheiße. Was soll ich tun? Ich wollte meditieren. Nacht in der Nähe des Friedhofs. Ist das Pause vorbei? Ja. Haben wir noch was zu vermelden? Schön, euch zu sehen. Nee. Adieu. Verdammt, was für eine Missgeburt. Halt dein Maul. So, jetzt müsste gleich wieder El Vampiro kommen, glaube ich, weil es ist Mitternacht. Um Mitternacht das Leben nach. Kein Vampir. Okay. Well, I think it's not every night. Oh, das waren nur zwei, vielleicht ein Pärchen. Dann haben wir erst den einen gekillt und danach irgendwann den anderen. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Ich speicher mal, ne? Wegen Sicherheit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt Geisterhöhe verwenden sollte. Ewiges Feuer. Ein Ghoul und eine Erscheinung. Thank you.
jetzt noch lieb, oder nicht? Heyo. Der hat keinen Loot hinterlassen. Echt jetzt nicht? Traurig. Schild, Friedhof. Ach, jetzt ist er weg. Okay. Aber guck mal, hier draußen ist ein Geist, ne? Und hier sind die Ritter des Ordens. Die das ja umsonst machen. Eigentlich. Und was haben sie gemacht? Nüschte. Was ist das denn? Kommandeur der Stadtwache ist aber nicht das gleiche wie der Hauptmann der Stadtwache, ne? Ehrliche Leute schlafen nachts. Was treibt ihr hier auf der Straße? Ach, deswegen seid ihr auch wach, ja? Weil die ehrlichen Leute nachts schlafen, deswegen sind die wach. Ja, genau. Fick dich mal. Dieser Ort stinkt. Und hier war es. So, jetzt wieder bis mittags. Dieser Ort stinkt. Das ist aber echt ein bisschen problematisch, wenn hier zu anderen Uhrzeiten andere Leute auftauchen, die andere Quests für uns haben. Finde ich nicht so geil. Bin ich ganz ehrlich. Oh, gutes Wetter hier heute. Ich bin schneebelig. Muss das sein? Alles klar. Jetzt heult die bestimmt rum, weil ich ihren Geistergatten gekillt habe. Sprecht leise, sonst zieht uns jemand zusammen. Ich habe mich um euren Mann gekümmert. Habt ihr einen Beweis? Von einem Beweis habt ihr nichts gesagt. Ich will mein Gold. Ihr nehmt einer Witwe das letzte bisschen. Seid leise. Habt ihr keine Angst, dass man euch mit einem Hexer sieht? Hol euch der Teufel! Nehmt euer Gold und schert euch fort! Diesmal? Komme ich wahrscheinlich immer noch nicht rein. Nein, man muss es ja mal versuchen, ne? Gut, dann jetzt zum Detektivo. Der war ja gleich hier vorne, wie ich meine, ne? Der noch lebt. Da war ein altes Ritter. Ich kann fast nicht drauf wetten. Ach, er lebt noch. Leckt mich am Arsch. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Wie ist das so, als Privatdetektiv? Lausiger Job in einer Stadt voller Dreck und Verschwörung. Meistens spioniere ich reichen Bürgern und Adligen hinterher, die ihre Ehefrauen betrügen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wozu die Menschen fähig sind. Das will ich mir lieber nicht vorstellen. Kürzlich folgte ich Morden, dem Kommandeur von Foltests Wachen. Je von ihm gehört? Ich glaube nicht.
Ich habe ihn in den Ställen gesehen mit zwei jungen Pagen. Kaum zu glauben, was... Ich habe genug gehört. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Ich habe den Hauptmann der Wache befragt. Irgendwelche Schlussfolgerungen? Ich glaube, er ist unschuldig. Erstaunlich. Er hat euch doch hoffentlich nicht eingewickelt. Da seid mal ganz unbesorgt. Vincent ist es nicht. Gut. Ich streiche ihn von der Liste der Verdächtigen. Vorerst. Er verbirgt etwas, so viel ist klar. Aber da kümmere ich mich später drum. Was ist mit den anderen Spuren? Also, ich war bei dem Gefangenen. Hat er was ausgespuckt? Dazu gab's keine Gelegenheit. Boxfleischs Männer haben uns angegriffen. Sicher? Seltsam. Boxfleisch will die Salamandra loswerden. Es sei denn, mir ist da etwas entgangen. Javed hat ihm vielleicht Angst eingejagt. Oder ihn bestochen. Das sollten wir prüfen. Habt ihr etwas aus dem Gefangenen herausbekommen? Ein einziges Wort. Kalkstein. Macht Sinn. Kalkstein ist ein talentierter Alchemist. Er könnte Javed bei den Experimenten behilflich sein. Ich bin ihm begegnet. Er sah nicht aus wie ein Verbrecher. Das mag ja sein, aber wir müssen allen Hinweisen nachgehen. An die Arbeit. Ich befrage meine Kontakte in der Stadt. Ihr beobachtet Kalkstein. Er ringt sein Vertrauen, findet heraus, was er vorhat und was er verbirgt. Wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Geduld ist angesagt. Wie beim Fischen. Ich bevorzuge die Jagd. Dann erringt Kalksteins Vertrauen. Tut ihm einen Gefallen. Bringt etwas in Erfahrung, das ihn interessiert. Ihr könntet ihn dazu bringen, euch anzuheuern. Redet auch mit Boxfleisch. Aber übertreibt's nicht. Er ist ein Choleriker. Okay. Zwei Spuren. Ich muss zum Alchemisten gehen. Ich muss das Vertrauen des Alchemisten. Es ist an der Zeit, mit Raimund über Kalkstein zu sprechen. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Geduld ist angesagt. Wie beim Fischen. Ich bevorzuge... Dann erringt Kalkstein, redet auf... Okay. Kalkstein vertraut mir bereits. Es ist an der Zeit, mit Raimund zu sprechen und zu entscheiden, wie wir dieses Vertrauen einsetzen. Ja, würde ich gerne machen, kann ich aber nicht. Kalkstein reden. Okay, vielleicht muss ich einmal raus und da reingehen. Ich hab ja schon. Oh. Danke, Geralt. Ihr habt mir das Leben gerettet. Die Dreckskerle haben sich hier eingeschlichen. Irgendwie wussten sie, dass ich hinter ihnen her bin. Wer? Was ist passiert? Die Salamandra. Ich war einen Schritt davon entfernt, das Rätsel zu lösen. Einen winzigen Schritt.
Beruhigt euch, Raimund. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Wohl kaum. Die folgen mir Tag und Nacht. Ich muss sie irgendwie abschütteln. Was sollen wir tun? Ich lege eine falsche Spur. Ihr verhört die neuen Verdächtigen. Wen? Hier, nehmt diese Notizen. Da stehen die wichtigsten Anhaltspunkte. Was habt ihr jetzt vor? Sie sind mir auf den Fersen, also muss ich verschwinden. Ich werde sie ablenken. Ihr müsst die Nachforschungen von nun an übernehmen. Ich werde euch finden, Weißer Wolf. Alle Verdächtigen Ilatala, Kaufmann Neuwaben. Scheiße. Deduktion. Okay, hier droht immer noch Gefahr. Geht nicht, okay. Dann speichere ich einmal und guck oben. Hier sind vielleicht auch noch welche. Oh, die sind draußen. Willkommen. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Erzählt es mir. Wartet. Vergesst nicht, ich habe Unkosten. Wie viel schulde ich euch? 200 Orens. Echt jetzt? Diese Untersuchung wird langsam teuer. Ich bin kein Prophet. Und ich lebe nicht von Wurzeln und Beeren. Meine Informanten auch nicht. Ich garantiere euch, das deckt kaum das Notwendigste ab. Für 200 Orens bekäme ich... Es kostet, was es kostet. Nehmt es oder lasst es bleiben. Tatsächlich. Ja? Jetzt sag's ihm doch. Bis später. Ach so, okay, ich muss jetzt warten. Oh. Okay, wir haben jetzt ganz viele neue Verdächtige. Leuwarden. Ja, über Boxfleisch. Ich weiß. Boxfleisch schickte seine Leute zu Majorans Krankenhaus. Seine Banditen griffen mich an, als ich den Gefangenen führen wollte, der sich dort befindet. So, Leuwarden sagen, dass ich einen Beweis seiner Unschuld gefunden habe. Ich muss auch warten, dass Raimund sich an mich wendet. Schaden, Faustkampf, Geheimnisse.